Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Boom Shakalaka Box von den 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Boom Shakalaka aus dem Jahr 2014. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine dunkelblaue Box und dann hier in der Mitte relativ farbenfroh die drei Interpreten, hier durch Blitze getrennt, mit überdimensionierten Augen und überdimensioniertem Mund. Also hier ganz oben einmal Mike, dann links Keule und rechts Schniesen. Boom Shakalaka 257ers steht hier, beziehungsweise 257 steht hier. Oben rechts haben wir noch so eine Binde, mehr oder weniger wie so ein Siegel von Selfmade Records. Und so sieht das Ganze dann aus. Auf der rechten Seite lesen wir auch wieder Boom Shakalaka 257. Oben zieht sich dieses Selfmade-Siegel durch. Auf der Rückseite lesen wir nochmal Boom Shakalaka 257, also auf der linken Seite. Unten ebenfalls 257. Und auf der Rückseite zieht dieses Dunkelblaue durch. Und dann haben wir hier noch Credits und einen Barcode. Gut. Das Ganze eine reguläre Klappbox, die dann hier auf der Seite aufgeht. Zumindest sollte sie das. Wenn man es schafft. So, jetzt. Und zwar haben wir hier einmal eine Fahne, ein Shirt, eine Autogrammkarte, das Album an sich, inklusive FSK 16 Hinweis, also hier noch eine DVD dabei und dann haben wir noch eine A Cappella CD. Das Ganze hier in weiß gehalten und hier haben wir dann noch so einen Einleger befestigt, wo die CD verstaut wurde. Box machen wir mal zur Seite. Nachdem zwei der Inhalte in Folie sind, holen wir die mal raus. So. Einmal das Shirt und einmal die Fahne. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus, wie auch schon auf dem Boxdeckel. Wieder diese überdimensionierten Augen und diese riesen Münder zu sehen. Hier das Cover so gedrittelt. Auch oben links lesen wir wieder dieses Selfmade Records Logo, dieses Siegel. Und zwar haben wir hier oben wieder Schniesen, dann rechts Keule und links Mike, der hier zu einem guten Teil von diesem FSK-Logo überdeckt wird. Das Ganze ein Standard-Jewel-Case. Auf der Seite lesen wir auch wieder 257ers Boom Shakalaka. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist und zwar haben wir 21 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Alligator, Zwieback und Tee und Jules der Hoodwatcher, beziehungsweise hier auch noch ein Gastauftritt von Dennis, also der Dennis von Switch Reloaded, der hier das Intro spricht. Barcode und Credits auch hier wieder am Start. Dann kommen wir mal zum Inhalt. So, wir haben hier einmal einen Infoflyer zu Boom Shakalaka Merchandise. Okay, und das gefällt mir gut, denn das FSK 16 Logo wurde hier auf diesen Flyer gedruckt. Bedeutet, das Booklet an sich ist ohne diesen FSK Aufdruck. Also wir können den hier dahinter verstecken und dann ist das Cover entsprechend ohne FSK Logo. Sehr schön gemacht, gut gelöst. So, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier die drei Helden abgebildet. Ja, in spannenden Outfits. Dann haben wir hier die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat, gefeatured wurde, etc. Weitere Aufnahmen, weitere Tracks. Ja, also rein vom Artwork, sehr passend, wie man die drei kennt. Ziemlich chaotisch, ziemlich durchgeknallt, viel Farben, sehr bunt das Ganze. Sowohl zu den Jungs als auch zum Albumtitel sehr passend. Suck It Ice auch mit am Start.
weitere Tracks. Hier dann jede Menge Gaming-Zubehör, Nintendo, also Super Nintendo, Game Boy Color etc. Und dann haben wir hier noch die letzten zwei Tracks, 21 Stück an der Zahl. Dann haben wir hier noch Grüße, jede Menge Leute werden hier gegrüßt. Und dann haben wir noch die Beteiligten des Albums vermerkt. Okay, jetzt machen wir das Ganze so, dass wir das hier mit dem Tourflyer erst dahinter machen, mit dem Merchflyer. Denn dann ersparen wir uns diesen hässlichen FSK-Aufdruck auf dem Cover. Die CD sieht so aus wie auch schon das Cover. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine DVD und dieser dürften wir wohl auch den FSK-Aufdruck zu verdanken haben. So sieht das aus. Boomshakalaka DVD. Und hier noch Selfmade Records zu lesen. So, das Cover jetzt eindeutig schöner ohne FSK-Hinweis. Dann haben wir zusätzlich zum Album und zur DVD spannenderweise keine Instrumentals. Nein, wir haben hier eine A Cappella-CD. Also das Cover hier in schwarz und weiß gehalten, zumindest die Fotos der drei Interpreten. Okay, die drei hier mit einem riesigen Fuß abgebildet. Spannend. Und dann haben wir hier die CD, diese ebenfalls in schwarz und weiß gehalten. So sieht das aus. Kommt in einem Digisleeve in einer Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Hier alle drei wieder abgebildet in ihren fragwürdigen Outfits. Und von allen dreien unterschrieben mit schwarzem Stift. Auf der Rückseite nochmal groß 257 zu lesen. Dann haben wir eine Fahne. Die dürfte relativ groß sein. Jawohl. Und zwar haben wir hier einmal in schwarz-weiß und rot 257 stehen. Darunter Mutanten. Mutanten erinnert von der Schriftart oder von der Gestaltung her sehr stark an die Ninja Turtles. Und dann haben wir hier oben drei Silhouetten abgebildet. Also das linke sieht ein bisschen nach Batman aus. Das in der Mitte eventuell Hulk. Wer das rechts sein soll, keine Ahnung. Sieht aus, als hätte eine übergroße Flasche mit dabei. Schöne Fahne, einseitig bedruckt. Und wir haben dann auf der linken Seite und auf der rechten Seite jeweils solche Metallösen, also sowohl links an den Ecken befestigt, als auch rechts an den Ecken befestigt, kann man somit gut aufhängen und gut befestigen. Schöne Sache. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Dieses in einem kräftigen Grün gehalten und dann hier in Gelb und Schwarz 257 zu lesen. Das Ganze ohne Neckprint. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Heavy Cotton in der Größe M. Das ist sehr ungewöhnlich in der Größe M. Meistens ja wirklich Standardgröße L. Aber in dem Fall M. Gefällt mir gut, da ich generell M trage. 100% Baumwolle und made in Dominikanische Republik. Also Dominikanische Republik. Wie auch immer man das korrekt auf Englisch ausspricht. Ich bleibe bei der deutschen Bezeichnung, Dominikanische Republik. Wir schauen da mal kurz rein. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier in der Mitte groß den Schriftzug 257 in Gelb und darunter dann Schwarz, Weiß und Grün. Das Shirt an sich auch in Grün. Ich muss ehrlich sagen, ist von der farblichen Gestaltung gar nicht mein Fall. Ich meine, es knallt zwar ordentlich und es hat helle, kräftige Farben. Allerdings Grün und Gelb. Nicht ganz so meine Farben. Grün, es gibt kein einziges Shirt in meinem Schrank, das irgendwie grün oder gelb als Farbe hat. Ich meine, in Kombination mit schwarz oder anderen Farben okay, aber ein grünes Shirt an sich oder ein gelbes Shirt an sich ist überhaupt nicht mein Fall. Und deswegen werde ich dieses Shirt eher nicht anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe M. Dann diese Fahne, eine Autogrammkarte, unterschrieben von allen drei Interpreten, eine Papphülle inklusive der A Cappella CD und natürlich das Album an sich plus
DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box Boom Shakalaka von den zwei 57ers. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr 257ers unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.